Tag, jeden Samstag betet man das Gebet. Wir begrüßen euch, die Friedensengel. Wir begrüßen euch, kommt rein und feiert mit uns. Und mit diesem Gebet begrüße ich euch alle, ihr seid alle meine Engel, und euch alle hier. Man sagt, wenn man zu viel Zeit hat, kommt man auf dumme Gedanken und auch auf gute Gedanken. Im März saß Peter in mein Wohnzimmer und wir wollten proben, spielen. Also wir haben keine Lust heute zu spielen, haben wir uns unterhalten. Wir haben zu wenig Konzerte, wir haben zu viel Zeit, was machen wir? Und dann kam die Idee, nur wenn wir keine Konzerte haben mit der einen Gruppe, sollen zwei Gruppen keine Konzerte haben. Und so haben wir die neue Gruppe aufgebaut. Und das ist von heute das allererste Konzert. Ihr seid in den Jungs gekommen, was ganz Neues zum ersten Mal zu hören. Und wir haben das so gemacht, wie meine Mutter immer sagt, es war eine Party und jeder hat was mitgebracht und Moishe hat seinen Freund mitgebracht. Also ich habe meine Freundin Elisabeth in die Gruppe mitgebracht und Peter hat seinen Freund Stefan in die Gruppe mitgebracht. Und wir haben musiziert und schon hat es uns ganz gut gefallen. Und ich wünsche euch, dass es euch auch gut gefällt. Die jüdische Hochzeit. Thank you.
zusammenkommen, dann kommt immer was Wunderbares daraus. Ihr dachtet, ich bin in der Klezmermusik zu Hause, aber das stimmt nicht. Eigentlich bin ich zu Hause in der klassischen Musik. Ich bin so aufgewachsen, mehr mit Mozart und Beethoven als mit das war bei uns zu Hause zu Feste feiern. Und so haben wir uns entschieden, das zu vermischen mit klassisch-Klassik und Klezmermusik. Sowieso, jeder kommt aus einem anderen Elternhaus und hat andere Musik gehört. Die Elisabeth, der Vater ist ein passionierter, aber auch pensionierter Chordirektor der Domknaben in Salzburg. Also jeder kommt aus einem anderen Background, aber was uns alle gemeinsam ist, die klassische Musik. Peter ist auch noch Jazzer, aber auch Arrangeur und Komponist und hat uns sehr schöne Stück arrangiert von Oginski. Er hat gelebt zwischen, kannst du das lesen? 1753 und 1883.